Hallo Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie wir mit Excel VBA Adressen und auch andere Daten visuell verwalten können. Hier im ersten Teil möchte ich euch zeigen, was wir für Knöpfe und Userforms benötigen und im zweiten Teil zeige ich dann die genaue Programmierung. Fangen wir an. Wir öffnen den VBA Editor mit Alt F11, fügen mit einem Rechtsklick eine neue Userform hinzu. Hier müssen wir zuerst die Kundennummer eingeben lassen. Zuerst nehmen wir ein Label, Beschriftungsfeld, dann nehmen wir ein Textfeld daneben, wo der Benutzer dann die Kundennummer eintragen kann. Dann benötigen wir einen Knopf. Einmal für OK, kopieren, einfügen und dann noch einmal für abbrechen. Kundennummer. Okay. Vereinheitlichen wir noch die Schrift, nehmen alle Felder, dann gibt es auf der linken Seite nach Kategorien ordnen, Eigenschaften, Schriftart, hier können wir diese einstellen, wir nehmen die Schrift 18, okay. Okay, das ist die erste. So, als nächstes benötigen wir eine zweite Userform, in der wir die Kundendaten dann auslesen lassen oder ändern können, je nachdem. Wieder Rechtsklick, einfügen Userform. Jetzt muss das noch ganz ein bisschen größer sein. Hier sollen natürlich ein paar Daten schneiden. So, zuerst Textfeld. Kundennummer hinein. Kundennummer. Kurz mal ab. Textfeld daneben. Dann das nächste. Hier lassen wir uns das Land dann anzeigen. Die Abkürzung für das Land zumindest. Land. Dann Unternehmensname. Da kann natürlich relativ lang sein, wissen wir erstmal nicht. Das war ein Stück zu groß. Nein, das ist zu klein. Schau, sieht es. So. Das sieht ein bisschen kleiner aus. Nein, wir machen es doch etwas größer. Gut. Dann benötigen wir die Postleitzahl. PLZ. Nicht mal groß. Das nächste Textfeld. Ist doch zu groß. Na, da weiß auch nicht, was er will. Dann Postleitzahl. Jetzt der Ort. Und dann noch ein bisschen ausgeben. Das ist hier noch ein Stückchen. Das war ein bisschen größer.
Also hier war nochmal Unternehmen. Postleitzahl. Ort. Jetzt brauchen wir noch die Straße. Ich glaube, die Straßennamen, die waren auch relativ lang und unter. Machen wir das so. Dann lassen wir uns jetzt noch die Telefonnummer ausgeben. Und die Faxnummer. Textfelder noch einfügen. Nummer 1 kopieren, einfügen. So. Jetzt kommen wir ein Stück hoch. Ne? 1 hoch, so. Rücken wir noch ein bisschen ein. Jetzt brauchen wir noch ein paar Knöpfe. Einen legen wir zentral hinein. Kunden löschen. Ach, die Label möchte ich noch. Straße. Telefon. Fax. So, den nächsten Knopf. Den nehmen wir gleich nochmal. Hier wollen wir speichern. Und hier wollen wir einmal abbrechen. Jetzt machen wir noch die Schrift einheitlich. Wieder im Eigenschaftenfenster. Auf der linken Seite. Schriftart. 16, denke ich, wird reichen. Ja, das sieht ganz okay aus. Okay, das war's schon. Im nächsten Teil, Teil 2, zeige ich euch dann, wie wir diese programmieren. Also bis nachher.